Hallo YouTube, willkommen zu diesem Speedrun. Wir speedrunnen heute die 10 gruseligsten Flüge der Welt. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Abonniert den Channel, habe ich das schon gesagt? Nee, ich meine, schreibt einen Kommentar. Schaut bitte, bitte zum Ende, um zu sehen, was für crazy Flugzeuge dort so rumfliegen. Und wir starten den Speedrun in 3, 2, 1, go. Hey, willkommen zu einem neuen Video. Man sagt, dass Reisen mit dem Flugzeug die sicherste Art der Fortbewegung ist. Aber nachdem du dieses Bist du Video schon mal gesehen geflogen? Ich hast, bin schon mal kannst du deine geflogen, Meinung ja, vielleicht mehrfach. ändern. Heute zeigen wir dir die 10 schrecklichsten Von der Flüge Schule der zum Welt. Beispiel. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Ja, abonniert mich. Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 10. Nicht jeder mag Spinnen, das ist klar. Und am besten hält man sich von ihnen fern. Aber wenn du in Australien Urlaub gemacht hast, dann gibt es Ich keinen mag Kommen. Spinnen. In Australien gibt es eine der größten Spinnen der Welt, die Great Huntsman Spider. Diese Spinne kann sehr aggressiv sein und ist außerdem giftig. Habt ihr und Angst du vor hast Spinnen? Es Schreibt es erraten, in die auf einem Flug Kommentare. von Australien nach Deutschland war eine dieser Spinnen im Flugzeug. Wow, Der die ist jetzt Giftspinner irgendwo in warf die Deutschland. Spinne in eine Tasche und als der Mann etwas aus seiner Tasche trinken wollte, sah er die Spinne. Dann schloss er schnell seine Tasche und nach der Landung des Flugzeugs wurde die Spinne zum nächsten Tierarzt gebracht. Aber er hätte Spider-Man ihr, werden können. Dass diese Spinnen bis zu 30 cm lang werden können? Wow! Was würdet ihr tun, 30 wenn ihr eine Zentimeter, das ist so lang Spinne wie. Im Flugzeug finden würdet? Nummer 9. Ihr habt wahrscheinlich schon mal von Turbulenzen gehört. Das ist bei Flugreisen Was ganz ist normal. Das? Aber die Leute werden erst richtig nervös und ängstlich, wenn das Flugzeug zu wackeln beginnt. So auch in diesem Video, in dem ein Passagier es schafft, die Turbulenzen mit der Kamera einzufangen. Es gibt tatsächlich mehrere Ursachen für Turbulenzen. Okay, das war jetzt nicht so crazy, oder? Als Veränderungen in der Luft um da habe ich schon Schlimmeres gesehen. Wie Wasser bewegt sich die Luft um das Flugzeug herum auf und ab und ändert dabei ihre Geschwindigkeit und Richtung. Die häufigste Ursache für Turbulenzen sind Gewitter. Sie können auch durch die Sonne verursacht werden, da ihre Wärme die Luftbewegung verändern kann. Auch Berge und andere geografische Strukturen können Turbulenzen verursachen. Sie können aber auch durch andere Wenn man in einen Berg reinfliegt, Aus zum diesem Beispiel. Grund wird der Flugverkehr streng überwacht. Wie du siehst, sind Turbulenzen normalerweise nicht gefährlich, auch wenn sie sich manchmal wie eine Achterbahnfahrt anfühlen. Nummer 8. Nicht gefährlich, okay, merke ich mir. Manchmal liegt die Angst nicht im Flug selbst, sondern in dem, was man sieht, wenn man aus dem Flugzeugfenster schaut. Der folgende Wenn ihr so einen Stift habt, dann, also für euer Handy, dann seid ihr echt verloren. Oder absolut reich, eins von beiden. Der folgende Passagier befand sich auf einem Flug von Phoenix nach Portland, als er etwas Seltsames sah. Hä? Bis heute weiß niemand, was es wirklich war, aber es gibt mehrere Theorien. Was Manche ist glauben, das? Es war ein Drachen oder eine Drohne. Andere wiederum meinen, es sei ein UFO oder ein seltsames Wesen, das noch nie zuvor entdeckt wurde. Auf dem Video ist zu sehen, dass es durch die Luft fliegt und zwei lange Tentakeln hat. Einige vermuten, dass es sich um ein außerirdisches Flugzeug handelt oder um etwas, das aus einer anderen Dimension kommt. Eine realistischere Theorie ist, dass es sich um Kondensstreifen eines zweimotorigen Düsenflugzeugs handelt, das abgestürzt ist. Was meint ihr dazu? Nummer 7. Ich habe keine Meinung dazu. Wir haben eben schon über Spinnen im Flugzeug gesprochen, aber der nächste Passagier sah Wow. Skorpion im Gepäckraum sitzen. Je nach Art des Skorpions kann der Stich sehr schmerzhaft oder sogar tödlich sein. Daher hatten die Passagiere des Lynn Air Flugs JT-293 allen Grund zur Panik Wie und kommt Sorge, er dahin? Nachdem sie den Skorpion entdeckt hatten. Glücklicherweise war das Flugzeug gerade gelandet und der Vorfall wurde sofort den Behörden gemeldet. Nach Angaben des Sprechers der Fluggesellschaft wird die Fluggesellschaft untersuchen, Okay, was wie ist schlimmer, eine Spinne oder ein Skorpion im Flugzeug? Aufgrund des Aussehens des Skorpions vermuten viele, dass es sich um einen Heterometrus Spinifer-Skorpion handelte, der in den indonesischen Wäldern häufig vorkommt. Obwohl der Skorpion nicht tödlich ist, kann der Stich starke Schmerzen und Schwellungen verursachen. Ich habe auch so schon starke Schmerzen. Nummer 6. Da brauche ich keinen Skorpion für. Hurricane Irma gilt als einer der stärksten atlantischen Stürme, der im September 2017 mit der Kategorie 5 gemessen da wurde erst mal und durchfliegen. Erhebliche Schäden in seinem Weg hinterließ. Wenige Augenblicke später taucht er ein Video auf, das einen Piloten namens Jim Hitterman zeigt, der direkt durch diesen Sturm fliegt. Das muss ziemlich erschreckend gewesen sein. Aber es mag euch überraschen zu erfahren, nee, dass er voll entspannt geplant hatte. Schließlich ist es seine Aufgabe, genaue Messungen und Informationen darüber zu erhalten, wie sich ein Hurricane bewegt. Dem Bericht zufolge war der Flug ein Erfolg und es gelang ihm tatsächlich, mehr über den Hurricane Irma zu erfahren. Nummer 5. Wenn du Fallschirmspringen für unheimlich hältst, dann ist Fallschirmspringen aus einem Hubschrauber definitiv ein Schritt nach oben.
Aber wenigstens kann man sich darauf vorbereiten. Für Patrick Remington und einige seiner Freunde ist das die normalste Sache der Welt. Das Video wurde auf dem YouTube-Kanal von GoPro hochgeladen. Wow, die gehen Fallschirmspringen. Crazy. Und wir sehen, wie sie irgendwo in der Nähe von Pensacola, Navarre Beach in Florida aus einem Hubschrauber springen. Florida gilt als einer der besten Orte für einen Fallschirmsprung mit dem Hubschrauber. Laut denjenigen, die es getan haben, ist es ein anderes Gefühl als ein Sprung aus einem Flugzeug. Das liegt daran, dass Flugzeuge weiterfliegen müssen, während ein Hubschrauber an einer bestimmten Stelle schweben kann, sodass man Zeit hat, die Aussicht zu genießen, bevor man sich in die Tiefe stürzt. Ich stürze mich auch gleich in die Tiefe in Minecraft. Wenn ihr ein Flugzeug besteigt, vertraut ihr dem Piloten natürlich, dass er euch sicher zurückbringt. Ihr müsst ihm euer Leben also anvertrauen. Deshalb ist es wahrscheinlich ein Albtraum, wenn sogar der Pilot während des Fluges Angst bekommt. Dies geschah auf dem Air Asia Flug D7237, der von Perth, West-Australien, nach Malaysia unterwegs war. Ja, ich würde ja so rausspringen. Während des Fluges bat der Pilot die Menschen an Bord zu beten. Der Grund dafür war ein größeres technisches Problem an Bord. Alle an Bord hörten einen lauten Knall und dann begann das Flugzeug zu schütteln und zu zittern. Die Passagiere beschrieben es so, als befänden sie sich in einer Waschmaschine. Preach es stellte sich heraus, dass eines der Triebwerke explodiert war. Aber ich kann nicht beten, ich bin Dings. Atheist, ich hab den Skill nicht. Flugzeug sicher zu landen. Was für ein Held. Nummer 3. Im folgenden Video sehen wir zwei Flugzeuge, die sehr nah beieinander fliegen. Laut Experten gibt es bestimmte Abstände, die Verkehrsflugzeuge je nach Flughöhe einhalten sollten. Leider ist über dieses Video nur wenig bekannt. Wir können nur erkennen, dass es sich um ein Flugzeug der Air Canada Rouge handelt und dass es ziemlich erschreckend aussieht. Immerhin halten sich Flugzeuge und Flugzeugschaften an die Vorschriften über Abstände und Flughöhen. Wir wissen also nicht, was in diesem Video passiert ist. Wieso dreht er auch noch so zu dem? So dicht beieinander fliegen. Hoffen wir, dass das Video per Computer animiert wurde, obwohl es ziemlich realistisch aussieht. Einige Leute in den Kommentaren vermuten, dass es sich um einen Werbespot handelt, der auf diese Weise gedreht wurde. In diesem Fall hätten sie die volle Kontrolle über das Flugzeug gehabt. Trotzdem ist es ziemlich beängstigend, so dicht beieinander zu fliegen, wenn ihr mich fragt. Nee, der hat keine Ahnung, das ist nicht beängstigend. Die meisten von uns haben wahrscheinlich den Film Snakes on a Plane von 2006 mit Samuel L. Jackson in der Hauptrolle gesehen. Noch nie gesehen, nein. Das ist wahrscheinlich auch einer der berühmtesten Schlangenfilme aller Zeiten. Aber stellt euch vor, dies würde im wirklichen Leben passieren. Nun, das ist passiert, aber zum Glück nicht so schrecklich wie im Film. Okay, schreibt es jetzt in die Kommentare. Wollt ihr einen Skorpion, Spinne oder Schlange in eurem Flug haben? Einer der Passagiere fand eine leuchtend grüne Schlange an der Flugzeugwand. Die ist groß. Die Fluggesellschaft war verblüfft darüber, wie die Schlange an Bord gekommen war. Dies war jedoch nicht das erste Mal, dass eine Schlange an Bord eines Flugzeugs gefunden wurde. Während eines Fluges nach Alaska entdeckte die Besatzung eine gelbliche Schlange auf einem der Sitze. Die Schlange befand sich offenbar hinter einem Sitz, auf dem ein Junge mit seiner Mutter saß. Eine der Flugbegleiterinnen hob sie beherzt auf und steckte sie in eine Plastiktüte. Wenige Augenblicke später stellte sich heraus, dass einer der Passagiere die Schlange illegal an Bord genommen hatte. Oh mein Gott, was wird Platz 1 sein? Ich bin so gespannt. In diesem nächsten Video erlitt der Pilot des Flugzeuges eine Panikattacke. Berichten zufolge verlor er den Verstand und erlitt einen Nervenzusammenbruch. Der Pilot hatte 12 Jahre lang geflogen, aber während dieses Fluges begann er sich seltsam zu verhalten. Nach Angaben des Co-Piloten begann er seltsame Dinge zu sagen und Schalter zu berühren, die nicht berührt werden sollten. Der Co-Pilot musste also etwas unternehmen und lockte ihn in den Passagierraum und verriegelte das Cockpit. Der Pilot wurde dann von den Passagieren festgehalten, während er begann, das Flugzeug in Angst und Schrecken zu versetzen. Glücklicherweise gelang es dem Co-Piloten, das Flugzeug sicher zu landen, und der Chefpilot wurde von den Behörden verhaftet und in eine psychiatrische Anstalt gebracht. Habt ihr schon einmal einen gruseligen Flug erlebt? Nein, habe ich nicht. Und der Speedrun endet. 8:40, geil, geile Zeit. Okay, damit ist der Speedrun beendet und die Reaction auch. Lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Danke fürs bis Ende schauen. Lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar mit Hashtag Flugzeug. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.